Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei einem neuen Video. Das Thema heute sind Dreiklinge und ihre Umkehrungen. Zuallererst, was sind Dreiklinge? Dreiklinge bestehen, wie der Name schon sagt, aus drei Klingen, das heißt drei Tönen, die gleichzeitig gespielt werden. Lasst uns das mal an einem Beispiel betrachten. Nehmen wir C-Dur. C-Dur hat die Töne C, E und G. Das ist unser Grundton. Dann haben wir unsere große Terz, weil wir ja in Dur sind, und die Quinte dazu. Diese Stellung nennt man Grundstellung. Wenn ihr mal schaut, die Noten sind so übereinander geschichtet, dass sie ein bisschen aussehen wie ein Schneemann. Bevor wir jetzt aber weitergehen, ist es wichtig, dass ihr diese Grundstellung immer erkennt, denn daran können wir unseren Grundton, unsere Terz und unsere Quinte ablesen. Solltet ihr jetzt sagen, oh Gott, Hilfe, ich weiß überhaupt nicht mehr, was diese Terz und so ist und wie ich diese Intervalle bestimme, ich habe ein Tutorial gemacht zu den Intervallen, wie man sie grob und fein bestimmt. Ich hinterlasse euch den Link einfach in der Beschreibung. Aber zurück im Text. Das war die Grundstellung. Wenn wir jetzt den tiefsten Ton, also hier das C um eine Oktave nach oben verschieben, dann kommt hier etwas anderes bei raus. Unten haben wir dann die Terz, in der Mitte die Quinte und oben den Grundton. Dies nennt man erste Umkehrung, denn wir haben ja den Akkord umgekehrt. Das gleiche können wir auch ein weiteres Mal machen. Das bedeutet, dass wir unseren tiefsten Ton wieder um eine Oktave nach oben verschieben. Das heißt, in diesem Falle geht unser E, die Terz, nach oben. Heraus kommt also G, C, E, also unsere Quinte, der Grundton und die Terz obendrauf. Dies nennt man, oh Wunder, zweite Umkehrung. So viel zur Theorie, aber Musik soll ja gehört werden. Deswegen hier einmal die Grundstellung. Vielleicht könnt ihr euch das merken mit alle meine Entchen. Nur, dass ihr die Mitteltöne weglasst, also nicht, sondern... So klingt die erste Umkehrung. Und dazu kann man auch sagen, die erste Umkehrung hat auch noch einen weiteren Namen. Sie wird nämlich auch Sechstakkord genannt. Das liegt daran, dass wenn ihr die äußeren Töne nehmt, also in diesem Fall gerade das E und das C, dann kommt da eine kleine Sechste bei raus. Das Seufzerintervall. Und deswegen wird die erste Umkehrung auch Sechstakkord genannt. Die zweite Umkehrung klingt so. Und die zweite Umkehrung hat auch noch tatsächlich einen weiteren Namen. Und zwar wird die zweite Umkehrung auch Quart-Sechs-Akkord genannt. Das liegt daran, dass wir unten eine Quarte haben. Und wenn ihr dann nochmal vom untersten zum obersten Ton geht, haben wir eine große Sechste. Deswegen Quart-Sechs-Akkord. Und vielleicht könnt ihr euch diesen Klang merken mit O Tannenbaum. Wenn ihr das D, wenn ihr euch das D wegdenkt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und vor allen Dingen geholfen. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail oder in die Kommentare und ich versuche mich dann so bald wie möglich zu melden. Macht es gut und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt.